Wenn in einem Fußballmatch Ballkünstler auf Ballkönner treffen, wer gewinnt? Diese Frage beschäftigt uns seit Christian Kerschdorfers trickreichem Auftritt in der Großen Chance. Am Samstag gab es endlich die Antwort. Die Red Bull Freestyler unter Leitung von Christian Kerschdorfer hatten den weitesten Weg aus Salzburg und waren doch die ersten in Wien-Meidling am Platz des Oberligisten SC Viktoria. Hier wärmten sie sich schon auf, als Toni Polster und seine Legendenauswahl noch die Wärme des Glühweins genossen. Keine Chance, räumte er den Ballartisten ein. Eine Showtruppe, die aus Liebe zum Ball spielt, nicht des Geldes wegen. Ich kann nicht leben davon, aber die anderen schon, ja, wahrscheinlich. Die, die das nicht können, die leben ganz gut davon. Ja, das stimmt. Die Normalfußballer, die kriegen was, weil es geht. Und wär's jetzt gescheit, ein bisschen weniger zu können? Ja, vielleicht soll ich mit Freestyle aufhören und muss lieber Normalfußball spielen. Doch die brasilianischen Ballzauberer hätten genauso begonnen, brechen die Freestyler eine Lanze für ihre Ballkunst. 3 Stunden täglich trainieren sie, um das Leder perfekt zu beherrschen. Ob diese Kunststücke in einem Match Vorteile bringen? Kommentator Peter Moizzi war neugierig und stürmte die Kabine der Profis. Servus, mein Buhalo. Machen wir mal gemeinsam eine. Toni, was glaubst du, wie schauen wir aus? Was stellst du dir vor? Ja, ausschauen tun wir fantastisch alle, was ist so sicher. Ob wir genauso gut spielen, wenn wir schauen, aber ich bin guter Dinge, die Jungs sind alle super fit. Eines nur ganz kurz im Vorweg, wenn wir das verlieren, Christian, dann bist du als Co-Trainer wieder gestanzt, weißt du? Ja, jeder hat natürlich einen Druck im Leben und der Toni will Erfolg haben, der ist ein Erfolgstyp und der hat... Ja, aber der Toni bin ich, jetzt verstehe ich dich nicht ganz, weißt du? Also du bist der Toni, verstehe, ja. Ich noch einmal wieder, Toni. Naja, so kennt man dich ja schon seit Jahrzehnten, ne, dass du eben gut imitierst. Und wir werden dir einfach probieren, dich nicht zu enttäuschen heute. Ne? Was der Schmäh führt, hast du zu wenig. Gell? Ja, genau. Ja. Der Schmäh lief beim anschließenden Freundschaftsmatch über 2x12 Minuten, aber rasch zeigte sich, wenn Feindberührung dazukommt, ist nicht nur dabei der Gegner. Kunststücke kannst du machen im Wohnzimmer oder auf einer Showbühne, aber beim Fußballplatz muss kämpfen, beißen, kratzen und laufen. Ja, schlecht gespielt haben wir nicht. Ein bisschen härter gehen es auch nicht. Zweikämpfe ist mir aufgefallen. Da ist es technisch ist das ziemlich schwer. Vor allem ein paar im Knack halten, wenn du dir einen Rainer gehen, fällt er sofort runter. Oder wenn wir Tricks probieren, ist auch schwierig. Spitzel weg ist der Ball. Ich sehe dich angeregt bei der großen Chance, dass die ja Gegenspüler auf der Bühne haben. Gut lachen hatte am Ende des trefferreichen Charity-Kicks der eigentliche Nutznießer des Nachmittags, der Wiener Sozialmarkt, kassierte noch mehr als Hobbytourmann Roman Gregory. Da wir ja keine Förderung bekommen von der öffentlichen Hand, macht jeder Euro Sinn und wir freuen uns natürlich über jeden Euro. Also das ist ein super Ergebnis, ein schöner Tag, perfekt. Der auch für die Gastgeber schlussendlich nicht perfekter hätte laufen können. Der Oberligist SC Viktoria unter seinem Cheftrainer Toni Polster behielt die Tabellenführung und baute sie dank eines 6:0 gegen Oberla weiter aus.